Der einsame Frosch von Erwin Moser. Es war einmal ein schöner, grüner Frosch. Er war im Schilfdickicht eines großen Weihers zur Welt gekommen, weit abseits aller anderen Frösche und Lebewesen, die den Weiher bewohnten. Er hatte noch nie in seinem Leben einen anderen Frosch gesehen und auch keins der anderen Tiere, denn er war nie aus dem Schilfwald herausgekommen. Der Frosch glaubte, dass die ganze Welt nur aus Schilf bestehe und dass er das einzige Lebewesen überhaupt sei. Er wusste es nicht besser, aber an manchen Tagen befiel ihn ein ganz und gar unerklärliches Gefühl, eine Art Traurigkeit und tiefe Sehnsucht, und er verspürte einen geheimnisvollen, starken Drang, mit jemandem zu sprechen. Aber da war niemand, nur Schilf und Wasser und blitzende Sonnenstrahlen hoch oben in den Wipfeln des Rohrs. An solchen Tagen sang der Frosch mit seiner spröden, traurigen Stimme, und das half ihm, seine schmerzende Sehnsucht zu dämmen. Er war einsam, furchtbar einsam, und er wusste es nicht einmal. Eines Tages zog ein Gewitter über dem Weiher auf. Es war das erste Gewitter, das der Frosch erlebte. Der Himmel wurde immer finsterer. Es blitzte und der Donner war, noch weit entfernt, zu hören. Der Frosch hörte den Donner und er meinte, dass er die Stimme eines anderen Wesens sei. Das Gewitter kam immer näher und die Stimme des Donners wurde lauter. Er ruft mich, dachte der einsame Frosch. Er kommt zu mir, er sucht mich und will mit mir reden. Und der Frosch geriet ganz aus dem Häuschen vor Freude. Dann aber durchfuhr ihn ein erschreckender Gedanke. Was ist, wenn er mich nicht findet? Wie soll er mich sehen können, hier unten im Dickicht? In diesem Moment erscholl ein ganz lauter, brüllender Donnerschlag ganz nahe, denn das Gewitter war nun direkt über dem Weiher. Hier bin ich! Hier bin ich, rief der Frosch zurück. Hier unten! Ich höre dich! Kannst du mich auch hören? Aber der Donner schwieg. Warte, warte, rief der Frosch. Nicht fortgehen, ich komme schon! Und er sprang auf die dünnen Schilfhalme und kletterte, so schnell er konnte, daran empor. Je höher er kam, desto dünner wurden die Schilfrohre, doch der Frosch raffte einen Büschel von ihnen zusammen und gelangte so bis ans äußerste Ende der Halme. »Hier bin ich«, rief er in den wolkenverhangenen Himmel. In diesem Augenblick zuckte ein greller Blitz zu Boden und gleich darauf krachte so ein gewaltiger Donner, dass dem Frosch die Ohren sangen. Ich habe dich gesehen, rief der Frosch glücklich. Du bist schön, ganz hell und groß, aber du musst nicht so brüllen. Ich habe dich längst schon gehört. Siehst du mich? Ich bin hier. Nimm mich mit, ich möchte dein Freund sein. Plötzlich fuhr ein Sturm durch den Schilfwald, kam ohne Vorwarnung, heftig und gewaltsam und riss den Frosch mit sich fort. Viele Meter weit wurde er durch die Luft getragen, über dem Schilfwald hinaus, und erst über dem Weiher verlor der Sturm etwas an Kraft, sodass der Frosch ins Wasser fiel. Er schlug hart auf dem Wasser auf, verlor das Bewusstsein und sank auf den Grund. Oben prasselte jetzt der Regen nieder. Blitz und Donner grellten und grollten weiterhin und erst nach einer Stunde wurde es ruhiger. Als der Regen ganz aufhörte und der Himmel im Osten sich aufzuhellen begann, kamen die Fische, die Unken und die anderen Frösche, die den Weiher bewohnten, aus ihrem Schlammverstecken hervor. Drei Unken fanden den einsamen Frosch, der noch immer bewusstlos auf dem Grund des Weihers lag. »Schaut, ein Frosch«, rief die eine, »er scheint verletzt zu sein. Wahrscheinlich hat ihn das Unwetter überrascht. Hoffentlich hat ihn nicht der Blitz getroffen. Nein, er lebt noch«, sagte eine andere Unke,
die den Frosch kurz untersucht hatte. »Bring ihn rasch zu den Algennestern«, sagte die dritte Unke. »Ich verständige inzwischen die anderen Frösche.« Die beiden Unken nahmen den Frosch in die Mitte und schwammen mit ihm zu einer nahen Bucht, wo die heilkräftigen Algen in dicken Polstern auf dem Wasser lagen. Sie betteten den Frosch in ein weiches Algennest und deckten ihn gut zu und warteten. Als der Frosch nach einiger Zeit zu sich kam, sah er, um sein Algenbett versammelt, alle Frösche und Unken des Weihers. Na endlich! Und Gott sei Dank, riefen diese erleichtert. Der einsame Frosch schaute mit kugelrunden Augen in die Runde. Er konnte es kaum glauben, was er da sah. Ihr seht ja aus wie ich, rief er schließlich. Aber ja, riefen die Frösche und Unken und lachten. Wir sind alle deine Freunde. Aber sag, was ist eigentlich passiert? Woher kommst du? Und wieso haben wir dich hier noch nie gesehen? Da erzählte ihnen der Frosch seine Geschichte. Und die Unken und die Frösche des Weihers hörten ergriffen zu. Von diesem Tag an war der Frosch aus dem Schilfwald nie mehr einsam. Er blieb im Weiher und wurde sehr alt. Die Geschichte von der kostbaren Vase, der Pflaume, den alten Nüssen und der Farbtube von Erwin Moser. Im Hof stand ein Pflaumenbaum. Seine Äste ragten bis übers rote Ziegeldach und einer seiner Zweige endete genau über der kleinen Dachluke, die geöffnet war. Am äußersten Ende des Zweiges hing die letzte Pflaume dieses Herbstes. Alle anderen Pflaumen des Baumes waren schon geerntet oder abgefallen. Nur diese eine hatte sich so lange festhalten können. Sie war überreif, köstlich süß und ihr Stängel war dürr. Wie lange noch würde sie in der Luft baumeln? An einem sonnigen Herbsttag streifte ein scharfes Lüftchen diesen Zweig und die Pflaume fiel durch die Luke in den Dachboden. Sie fiel auf eine staubige Blumenvase, die auf dem Boden stand und blieb daneben liegen. »Au!« rief die Pflaume, als sie auf die Vase fiel. »Ah! Pass doch auf, wo du hinfällst!« fuhr die Vase sie an. »Ich bin eine kostbare alte Vase. Mich darf man nicht anrempeln.« »Unerhört ist das. Nicht genug, dass man mich hier auf diesem elenden Dachboden verstauben lässt, muss ich mich auch noch von halb verfaulten Pflaumen anspringen lassen. Troll dich! Roll dich weg von mir! Verfaule gefälligst anderswo!« »He!« rief die kleine Pflaume. »Ich bin nicht faulig. Ich bin durch und durch gesund und wohlschmeckend. Es tut mir leid, dass ich auf dich gefallen bin, aber was sollte ich schon dagegen machen? Schimpf nicht so, alter Topf! Es ist ja nichts passiert!« »Was? Alter Topf!« schrie die Vase. »Ich bin aus uraltem Porzellan. Ich komme aus China. Was weißt du schon von der Welt?« »Lass sie«, meldeten sich drei alte Nüsse, die in der Nähe lagen, zu Wort. Man hat die Vase sehr gekränkt. Sie ist verbittert, weil man sie vergessen hat und wir sollten nachsichtig mit ihr sein. »Haltet euren Mund«, schrie die Vase. »Ich brauche kein Mitleid von vertrockneten Nüssen. Ach, wie mich alles anwidert!« »Puh, sie hat aber einen ganz miserablen Charakter«, sagte die Pflaume. »Von einer edlen Vase hätte ich mir ein anderes Benehmen erwartet. Und sie ist so voller Staub, man sieht gar nicht, dass sie etwas Kostbares ist. Vielleicht ist sie auch bloß ein Schmalztopf.« »Nein, nein, nein, nein«, sagte da eine zerknitterte, schmutzige Tube, die dicht neben den Nüssen lag. »Ich bin eine Farbtube und verstehe etwas von Kunst. Man sieht zwar nicht die Bemalung der Vase, aber sie ist so wundervoll geformt, dass sie nur aus China kommen kann.« »Nun ja«, sagte eine der Nüsse traurig, »das spielt alles keine Rolle mehr. Für uns Dachbodenbewohner ist das Leben vorbei. Wir haben alle das gleiche Schicksal. Vergessen und nutzlos sind wir.
Uns ist nur noch die Erinnerung an schönere Zeiten geblieben. Ach, wie schön war es doch, als wir noch auf unserem Baum hingen, gekleidet in einen dunkelgrünen Mantel. Ihr hättet uns sehen sollen damals. Alles vorbei, alles vorbei. Vertrocknet und verschrumpelt sind unsere Kerne, aber uns sind wenigstens noch die Schalen geblieben. Arme Pflaume, von dir wird nicht viel übrig bleiben. Ja, traurig ist das alles, seufzte die Tube. Ich werde auch immer vergesslicher. Ich weiß nicht einmal mehr, was für eine Farbe in mir ist. Am Ende wird uns auch die Erinnerung genommen. Ein alter Käfer, der nebenan im Getreidesack wohnte, hatte zugehört. Redet nicht so, sagte er. Ihr lebt, ihr seid noch da und solange man lebt, kann man immer auf wunderbare Ereignisse hoffen. Nichts ist völlig hoffnungslos. Traurige Seufzer antworteten dem weisen Käfer. Dann breitete sich Stille über den verstaubten Dachboden. Am Nachmittag verblassten die Sonnenstrahlen, die durch die Dachluke fielen. Der Himmel verdunkelte sich, ein Gewitter zog auf. Der Bauer stieg auf den Dachboden, um die Luke zu schließen, damit es nicht hereinregnete. Als er unter die Dachluke trat, stieß er die alte Vase um. Erschrocken machte er einen Schritt zurück und stieg dabei auf die Farbtube. Die Tube platzte und heraus schoss eine leuchtende dunkelgrüne Farbpaste, die sich über die drei alten Nüsse ergoss. Die Vase war heil geblieben. Der Bauer wischte sie mit dem Ärmel ab und war erstaunt über die wunderschönen Blumenmuster. Er beschloss, sie mit nach unten zu nehmen und sie seiner Frau zu zeigen. Er machte die Dachluke zu, nahm die Vase und sah dann die Pflaume. Sie muss durch die Luke gefallen sein, dachte der Bauer. Sieht köstlich aus. Die letzte Pflaume dieses Jahres. Er wischte sie an seinem Schurz ab und aß sie, während er polternd die Holztreppe hinunterstieg. Der Regen prasselte immer stärker auf das Dach. Blitze leuchteten auf, Donner rollten. Der alte Käfer drehte sich behaglich im Getreidesack um. Grün, grün, dachte die Tube glücklich. Dunkelgrün ist meine Farbe. Und wie sie glänzt, ganz frisch und jung. Den drei Nüssen aber war, als ob sie wieder ihre grünen Mäntel hätten.